Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Noch immer ohne neues Intro, aber ich arbeite dran. Der Text steht, glaube ich, jetzt so zu 95%. Jetzt muss ich das Ganze noch finalisieren und dann vor allen Dingen noch aufnehmen. Also vielleicht gibt es nächste Woche schon ein neues Intro, aber auf jeden Fall bald. Ja, aber zur heutigen Episode. Heute geht es um das Thema, du bist gut genug. Denn wir alle, ich glaube jedenfalls, dass wir alle irgendwo bewusst oder unbewusst den limitierenden Glaubenssatz mit uns rumtragen, dass wir nicht gut genug sind für irgendwas oder zu viel von irgendwas sind. Und für alle, die das bewusst wissen oder alle, die sich selber so ein bisschen auf die Schliche kommen wollen, ob irgendwo in ihnen dieser Glaubenssatz schlummert, denn er taucht immer wieder an sehr unerwarteten Stellen auf, jedenfalls für mich. Ja, für euch alle ist diese Podcast-Episode. Und bevor wir reinstarten, möchte ich wie immer mit der Dankbarkeitsminute beginnen. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es in deinem Leben ist. Das können Menschen sein, Dinge, schöne Erlebnisse und es kann auch gestern sein, gewesen sein, letztes Jahr oder auch noch in der Zukunft liegen. Denn du kannst auch für Dinge dankbar sein, die erst noch kommen. Ich bin heute dankbar für meine Steady-Abonnentin Nummer 2, die liebe Marie. Marie, falls du das hörst, von Herzen danke, dass du dich dazu entschieden hast, den Neuanfang-Podcast zu unterstützen. Und ja, was es damit auf sich hat, ich habe eine Webseite eingerichtet und zwar beim Anbieter Steady. Das ist die deutsche Variante von Patreon. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Da können alle Menschen, die in irgendeiner Form eine kreative, unentgeltliche Leistung anbieten, sozusagen Spenden sammeln, so ein bisschen wie Crowdfunding. Und wenn du magst, dann kannst auch du da den Neuanfang-Podcast unterstützen. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Das heißt, kriegt man gerade mal eine Tasse Kaffee für, wenn überhaupt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mich dabei unterstützt, diesen Podcast weiterhin zu produzieren, weiterhin kostenlos anbieten zu können und mir bei den Hostingkosten unter die Arme greifst, die ich für diesen Podcast habe. Und natürlich auch eine Wertschätzung dessen, was ich hier in die Welt rauslasse. Und ich packe den Link dazu in die Shownotes. Und das Zweite, wofür ich dankbar bin, ist eine kleine, ja, ich würde es schon fast Eingebung nennen und klein ist eigentlich auch untertrieben. Und zwar habe ich, und das ist jetzt ein bisschen aufregend, das jetzt hier zu erzählen, ich habe letzte Woche irgendwann, also jetzt in dieser Woche irgendwann einen Film geguckt und der Film heißt Finding Joe. Der tut es jetzt eigentlich gar nicht so viel zur Sache. Es geht halt um persönliche Weiterentwicklung, ja, eine Dokumentation. Aber mitten im Film und auch in keinem erkennbaren Zusammenhang zu dem, was gerade auf dem Monitor passiert ist, da kam mir die Vision, die Eingebung, wie auch immer man es nennen will, dass vielleicht meine Zukunft im Public Speaking liegen könnte. Und ich zögere hier gerade so ein bisschen, das zu sagen, denn ja, bei all den Instagram-Profilen, die mir auf meinem Instagram-Profil folgen, die meisten folgen und entfolgen dann auch wieder ganz schnell, da steht gefühlt bei jedem vierten in der Biografie Public Speaker. Und oder Person des öffentlichen Lebens, wobei das einfach eine Kategorie auf Instagram ist. Aber jedenfalls scheint gerade alle Welt Public Speaker werden zu wollen. Und also ne, Sprecher sozusagen. Und da gibt es ja so ein paar große, bekannte oder immer bekannter werdende, wie zum Beispiel den Tobias Beck oder auch die Laura Seiler. Und das sind so die ersten, die mir einfallen. Und dann natürlich international so Leute wie Tony Robbins, die einfach ihr Geld damit verdienen, auf Bühnen zu sprechen, so, ich glaube, in den 90er Jahren hätte man vielleicht gesagt, so Motivationssprecher oder sowas. Und das sind alles so Vorurteile, die natürlich dann sofort in den Kopf kommen, die auch mir sofort in den Kopf kamen und wo ich so im ersten Moment gedacht habe, so, hä, wieso kommt mein Gehirn da jetzt drauf oder wer immer mir diese Eingebung geschickt hat? Und je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr Sinn schien das Ganze zu machen. Und ja, ich möchte das jetzt hier gar nicht im Detail ausführen, das würde zu weit führen, aber
Es ist noch für mich auch ein sehr neuer Gedanke und auch was, wo ich mich noch so ein bisschen mit anfreunde und wo ich auch im Moment noch kein Endresultat sehe oder sowas, aber das ist auch total egal. Ich fange einfach mal an, so ein bisschen in die Richtung zu denken und zu recherchieren und wo das dann hinführt, das werden wir dann irgendwann sehen. Jedenfalls bin ich dankbar für diese Eingebung, auch wenn ich noch dabei bin, mich daran zu gewöhnen. Ja, und das Dritte, wofür ich dankbar bin, ist ein kleiner Tritt in den Hintern, den ich diese Woche bekommen habe. Und zwar nehme ich gerade teil am Online-Workshop von der lieben Conny Bisalski, der heißt Find Your Magic. Und es geht eben darum, seine eigene Bestimmung, sein sogenanntes Calling zu finden. Und da ich da in den letzten Monaten sehr ins Straucheln und sehr ins Zweifeln geraten bin, habe ich mich zu dem Workshop angemeldet. Und wir hatten diese Woche wieder einen Live-Workshop per Webinar. Und die Conny, die war so ein bisschen auf Krawall gebürstet, im positiven Sinne, und hat uns echt so ein bisschen einen Tritt in den Hintern gegeben, jetzt einfach mal zu machen. Anstatt immer alles tausendmal durchdenken zu müssen, einfach mit irgendwas anzufangen und zu gucken, wo es hinführt. Und das hat mich dann natürlich auch so ein bisschen ermutigt mit meiner komischen Eingebung, die ich irgendwie eine Nacht davor hatte. Und ja, und dann ist noch sozusagen während dieses Live-Workshops eine Facebook-Gruppe entstanden, also sprich, die habe ich gegründet, um in dieser Facebook-Gruppe einen Platz zu haben, an dem ich meinen momentanen inneren Veränderungsprozess dokumentieren kann. In erster Linie für mich selber, aber natürlich auch in der Hoffnung oder in dem Wunsch, damit andere Leute inspirieren zu können. Einfach nur durch den Umstand, dass ich die Gruppe habe und dort regelmäßig Live-Videos mache. Oder natürlich durch das, was ich in den Live-Videos sage. Und das passte dann irgendwie auch gut zu dieser Eingebung, die ich hatte. Und das war es dann wirklich eine Entscheidung von Sekunden, diese Gruppe zu machen. Und es ist für mich insofern einfach eine Challenge, nicht weil ich fühle mich jetzt auf den Videos nicht unwohl oder so, sondern die große Challenge für mich liegt darin, dass das nicht durchgeplant ist, dass es kein Konzept hat, dass es keine Grafik hat, dass nicht klar ist, wo das hinführen soll, sondern dass ich es einfach nur mache, um ins Machen zu kommen. Und ja, wenn du Lust hast, dann schau da gerne vorbei. Ich packe auch den Link in die Shownotes. Die Facebook-Gruppe heißt Neuanfang Raw and Real. Auch dieser Name innerhalb von Sekunden entstanden. Und ich mag einfach gerade, dass das alles so total improvisiert ist. Und auch wenn das manchmal noch eine Herausforderung für mich ist. Okay. Ja, das waren die Dinge, für die ich dankbar bin. Und gerade diese beiden letzten Punkte, die haben mich dazu gebracht, dass ich mich in den letzten Tagen sehr intensiv mit Gedanken über das Thema, über diesen limitierenden Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder vielleicht andersrum, ich bin zu viel von irgendwas beschäftigt habe. Denn an diesem Punkt, wo ich diese Facebook-Gruppe gegründet habe, da war irgendwie, das war so sofort so ein Hell yeah, das mache ich. Und dann habe ich überlegt, so teile ich jetzt diese Facebook-Gruppe? Soll da überhaupt irgendwer reinkommen? Und ich habe sie dann zuerst geteilt in wiederum der Facebook-Gruppe, die es für den Online-Workshop gibt. Das heißt, da sind, ich glaube, so ungefähr knapp 150 Mitglieder drinne, die aber alle an diesem Online-Workshop teilnehmen. Das heißt, die alle sozusagen ein bisschen wissen, worum es geht. Und das fühlt sich dann wie ein sehr sicherer Raum an. Und da habe ich das auch ohne zu zögern geteilt und dann habe ich überlegt, teile ich das auf meiner privaten Facebook-Seite? Und dann kamen nämlich sofort so Gedanken wie, was sollen die Leute denken, wenn ich nur über mich selber rede? So, bei den Leuten aus dem Workshop, die kenne ich nicht, die kennen mich nicht wirklich und außerdem stecken die gerade in einer ganz ähnlichen Situation, da ist das kein Problem. Aber was ist mit den Menschen, die ich regelmäßig sehe, also offline? Mit denen ich einen Kaffee trinken gehe oder die meine Familienmitglieder sind. Und was ist mit den Menschen, die mich von früher aus der Schule kennen? Was sollen die über mich denken? So, da kamen ganz schnell solche Gedanken hoch. Und obwohl ich eigentlich ein Mensch bin, der sich als relativ selbstsicher bezeichnen würde, an solchen Punkten komme ich dann an meine Grenzen. Und dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass es bei mir dann in dieser Situation eher so Gedanken waren wie, ja, ich bin zu egoistisch, ich rede nur über mich selber und was maße ich mir an, dass die Leute meinen komischen Selbstgesprächen zuschauen würden? Und das hat mich so über mich selbst erschrocken und dann
habe ich gesagt, allein aus diesem Grund muss ich das jetzt auf meiner privaten Facebook-Seite teilen. Und habe dann ja, für meine Verhältnisse einen relativ trotzigen Text dazu geschrieben, wo zum Beispiel eben so ein Satz drin vorkam wie, ich habe die Schnauze voll davon, mich selbst ständig klein zu machen und mich selbst zu limitieren. Nur weil irgendwo in den Untiefen meines Unterbewusstseins der Glaube da ist, ich habe nicht das Recht dazu, einfach meine Gedanken und Gefühle auszudrücken und das auch öffentlich zu tun. So, ne, so ungefähr in der Art, also nicht wortwörtlich, ich habe es jetzt nicht vorgelesen. Und das hat sich in dem Moment dann so, gleichzeitig hat es mir wahnsinnig Angst gemacht und es hat sich so gut angefühlt, einfach mal rauszusagen, so, verdammt, ich habe keine Lust mehr, mich selbst zu limitieren. Und auch so, ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen als, ja, so ein bisschen, als hätte ich mein eigenes Unterbewusstsein angeschrien. Und hat immer so, jetzt krieg dich mal wieder ein, mach das einfach. Du predigst selbst immer, die Leute sind so sehr mit ihrem eigenen Scheiß beschäftigt, da werden sie wahrscheinlich nicht drüber urteilen, wenn du das tust. Und selbst wenn sie es tun, dann ist es scheißegal. Und ja, wie gesagt, das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht über diesen Glaubenssatz, den meiner Ansicht nach, also ich habe jedenfalls bis jetzt noch niemanden getroffen, der diesen Glaubenssatz nicht bewusst oder unbewusst in der einen oder anderen Form in sich trägt. Und es ist ganz egal eben, ob es jemand ist, der glaubt, dass er zu wenig von irgendwas ist oder zu viel von irgendwas ist. Und das kann sein, ne? Ich bin nicht erfolgreich genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht schön genug oder ich bin vielleicht zu emotional oder ich bin zu laut oder zu ehrlich. Alles Dinge, die einfach so in unserem Glauben nicht in die allgemeine gesellschaftliche Norm, so in den Durchschnitt halt reinpassen. Und das ist auch ganz logisch zu erklären, warum wir so denken, weil es halt evolutionär für uns wahnsinnig wichtig war, zugehörig zu sein, zugehörig zu einer Gruppe. Denn früher war es eben so, dass wenn wir alleine auf weiter Flur waren und eben vor dem Säbelzahntiger davonlaufen mussten, dann hatten wir oft keine Chance. Und in der Gruppe, da hatten wir eben eine Chance zu überleben. Und ja, das ist, ich habe das, glaube ich, auch schon häufiger hier auf dem Podcast gesagt, unser Reptiliengehirn entwickelt sich da leider sehr, sehr langsam und projiziert dieses Verhalten eben auf ganz andere Ebenen in unserem Leben heute. Und das führt eben dazu, dass wir an ganz vielen Ecken und Enden hinter unserem Potenzial zurückbleiben. Und ich habe das dann so in Zusammenhang mit dieser kleinen Eingebung mir angeschaut und habe gesagt, also wenn ich jetzt immer sofort denke, ja, ich darf nicht meine Gefühle und meine Gedanken 100% ehrlich rauslassen, ich darf nicht wirklich ich sein und ich, ja, vielleicht kann ich trotzdem damit Menschen inspirieren, aber wenn ich mich da so zurückhalte, dann werde ich nie an den Punkt kommen, wo ich vielleicht irgendwann in der Zukunft mal auf einer Bühne stehe und vielen Menschen erzähle, wie meine eigene Geschichte ist und wie meine Gefühle, wie meine Gedanken sind und sie dadurch in irgendeiner Form inspirieren, sie dazu ermutigen, auch ihre Gefühle, Gedanken zu teilen, sei es jetzt mit Familie, Freunden oder mit der Öffentlichkeit. Und ja, es ist eine Schande, dass wir durch diesen Glaubenssatz so viel der Welt vorenthalten. Und ich bin überzeugt davon, dass ganz, ganz viele Menschen, die da draußen rumlaufen, noch viel, viel mehr in sich stecken haben, auch Dinge in sich stecken haben, die die großen und kleinen Probleme in dieser Welt lösen könnten, aber weil sie glauben, dass sie nicht gut genug sind oder weil sie glauben, sie können sich vielleicht nicht anmaßen, mit ihren Ideen nach draußen zu gehen, deshalb diese Geschenke der Welt vorenthalten. Und das ist was, das ist bitterschade. Und bitterschade, ist das ein Wort? Bitter traurig. Egal. Jedenfalls ist es sehr schade und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich trauen, ja, sich selbst auszudrücken, sie selbst zu sein und damit eben auch ihren Gedanken, Gefühlen, Wünschen, Hoffnungen, Träumen und so weiter zu folgen. Und die liebe Conny hat dann was ganz Schönes gesagt und mir ist dann bewusst geworden, dass ich das im Kopf eigentlich schon längst weiß, aber dass mein Herz gerade erst dabei ist, das zu lernen. Nämlich, dass das, wo andere Menschen
über uns urteilen und wo andere Menschen sagen, wir sind zu viel von irgendwas oder wir sind zu wenig von irgendwas, das sagt am meisten über die Menschen selbst aus. Das heißt, unser Urteil eines anderen Menschen lässt ganz wunderbar Rückschlüsse darauf ziehen, was wir über uns selbst denken. Und im Endeffekt ist es ja genau das, wofür wir Angst haben. Wenn wir sagen, ich bin nicht gut genug, dann haben wir Angst davor, von anderen beurteilt, verurteilt zu werden und eben nicht mehr dazu zu gehören. Und sich vor Augen zu halten, dass wer auch immer uns urteilt, der urteilt damit eigentlich sich selbst. Und die liebe Laura Seiler, die nennt das immer so schön, ja, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jemand anderen dafür beurteilen würde, dass ich denke, oh mein Gott, die ist aber emotional, so, dann kann ich da mal genau hingucken und schauen, okay, glaube ich vielleicht über mich selber, dass ich zu emotional bin oder bin ich vielleicht nicht emotional genug? Verstecke ich vielleicht meine Emotionen? Und das lässt sich auf alles übertragen. Und da möchte ich dich mal zu einladen, dich da selbst mal ein bisschen zu beobachten, dass wenn du andere Menschen beurteilst, das geht ja oft in Millisekunden schneller, wenn man Menschen auf der Straße sieht oder wenn man vielleicht in einem Meeting sitzt und irgendwer was sagt, was dann in deinem eigenen Kopf vorgeht und was das wiederum für Rückschlüsse auf deine eigenen Unsicherheiten zulässt. Es ist für mich ein ganz wichtiger Indikator geworden im Alltag und ja, mein Herz lernt es langsam, mein Verstand weiß es schon und das, ja, da würde ich dich zu ermutigen, diesen Gedanken mit in deinen Alltag reinzunehmen. Und ich musste dann, als ich so viel über dieses Thema nachgedacht habe, über das gut genug sein, über das zu viel sein, an ein Buch aus meiner Kindheit denken. Und ich habe das mal rausgesucht, beziehungsweise ich habe auch auf YouTube jemanden gefunden, der das vorliest. Ich will jetzt hier aus Zeitgründen das Buch nicht komplett vorlesen und außerdem weiß ich nicht, wie das urheberrechtlich ist. Aber ich werde das Video dazu auf jeden Fall mal in den Shownotes verlinken. Und zwar ist das Buch Ich bin das kleine Ich bin ich. Und die Geschichte, die geht so, dass eben ein kleines, in dem Buch heißt es ein Tier, jedenfalls ein Wesen, dessen Äußerlichkeiten nicht wirklich in eine Kategorie einzuordnen sind, dass dieses kleine Wesen fröhlich durch die Welt läuft, durch die über eine Wiese läuft und da heißt es so schön in dem Buch, es freut sich, dass sich's freuen kann. Also es freut sich einfach des Lebens und alles ist gut. Und dann begegnet eben dieses Wesen einem Frosch und der Frosch, der zweifelt die Identität dieses Wesens an. Der sagt, was bist du denn? Und wie heißt du? Und ne, was bist du für ein Tier? Und da fällt eben diesem Wesen auf, es hat keine Ahnung, was es für ein Tier ist, in was für eine Kategorie es sozusagen reingehört. Und da sagt der Frosch, wer nicht weiß, wie er heißt, wer vergisst, wer er ist, der ist dumm. Und ich glaube, das ist so ein, da kannst du ganz, ganz viel sagen. Darüber, wie wir uns selber klein machen, weil wir vielleicht nicht 100% benennen können, wer wir sind, weil wir das noch rausfinden und weil wir uns daran erinnern müssen, weil wir alle so konditioniert sind durch alles, was wir in unserem Leben erleben, all die Schichten rund um unsere Zwiebel, über die ich vorletzte Podcast-Episode schon gesprochen habe. Und dass wir da in so einen Teufelskreis reingeraten, dass wir vergessen, wer wir sind, dass wir dann uns darüber bewusst werden oder so langsam aber sicher anfangen, uns daran zu erinnern, wer wir sind, aber dann unsicher sind und das uns eigentlich wieder unsicherer macht, als wir eigentlich eh schon sind. Und das hat mir dieses Buch auf jeden Fall nochmal schön verdeutlicht. Und die Geschichte, die geht dann so weiter, dass eben dieses Wesen von einem Tier zum anderen läuft, zum Pferd, zum Nilpferd, zum Papagei und sie alle fragt, ob es ein Pferd ist, ob es ein Papagei ist und so weiter. Und überall kriegt es zu hören, naja, das und das Merkmal, das ist so wie bei uns, aber der Rest, das passt nicht. Du bist kein Papagei, du bist kein Pferd oder sonst irgendwas. Und dann wird dieses kleine Wesen immer unsicherer und unsicherer, weil es sich einfach nirgendwo einordnen kann.
und kommt am Ende an den Punkt, wo es sich fragt, ob es mich etwa gar nicht gibt. Das heißt, es stellt tatsächlich seine komplette Existenz in Frage, einfach nur, weil es sich in keine Kategorie einsortieren kann. Weil es eben nicht Papagei genug, nicht Pferd genug ist, nicht Nilpferd genug. Und dann fängt es eben an zu träumen und stellt dann im Traum ganz plötzlich fest, Moment mal, ich bin einfach ich. Ich bin das Kleine, ich bin ich. Und in dem Moment, wo es das feststellt, wo es sagt, ich bin einfach ich und nur ich und das ist völlig in Ordnung, dann kann es wieder fröhlich durch die Welt laufen. Und gegen Ende des Buches kommt es dann eben auf eine Wiese, wo Seifenblasen durch die Gegend fliegen und spiegelt sich in eine der Seifenblasen und stellt fest, ja, ich bin ich. Und in dem Moment platzt die Seifenblase und dann sagt es, das macht nichts. Das war ja nur ein Spiegeltier. Es ist fort, doch ich bin hier. Und es ist eigentlich ein Kinderbuch, aber ich glaube, ein Kinderbuch, was eigentlich ganz, ganz viele Erwachsene mal lesen sollten. Denn dieses Spiegelbild, das wir sehen, oder das Bild, unser Spiegelbild, was wir anhand von unseren Konditionierungen, von dem, was wir versuchen, draußen irgendwem gleich zu tun, dass dieses Bild nichts mit dem zu tun hat, wer wir wirklich sind. Und dass es unsere Aufgabe ist, herauszufinden, wer wir eigentlich sind und dann eben auch mit Überzeugung sagen zu können, ich bin genug und ich bin richtig so, wie ich bin und ich bin auch nicht zu viel von irgendwas. Ja, und das ist natürlich, surprise, surprise, leichter gesagt als getan. Ja, aber nochmal kurz zur Geschichte. Ich werde auf jeden Fall das Video in den Shownotes verlinken und ich werde auch das Buch, was es inzwischen wieder gibt, das ist neu aufgelegt worden. Also wie gesagt, natürlich ist es aus meiner Kindheit, das heißt Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Es gab es dann, glaube ich, lange Zeit nicht, aber inzwischen wird es wieder neu aufgelegt. Man kann es also kaufen. Das verlinke ich auch mal in den Shownotes. Ja, aber was können wir denn jetzt da dafür, dagegen machen? Also was können wir tun, um diesen limitierenden Glaubenssatz loszuwerden und ein bisschen stärker an uns glauben zu können? Und es ist natürlich immer so schön leicht gesagt und es ist auch gerade ja, also Social Media, auf ganz vielen Blogs, aber auch in Zeitungen, Zeitschriften und so weiter ist das Thema Selbstliebe ja ganz groß im Moment. Und ganz vieles davon, gerade so Sachen, die Richtung Liebe des eigenen Körpers gehen, das finde ich auch, also das ist aber natürlich nur meine ganz subjektive Sicht, finde ich relativ leicht zugänglich. Andere Dinge sind für mich persönlich sehr viel schwieriger zugänglich. Also wirklich eine tiefe Liebe für mich und mein Wesen zu entwickeln und das auch aufrechtzuerhalten in herausfordernden Situationen und in Zeiten, in denen vielleicht nicht gerade der Weg so 100% klar vor einem liegt. Für andere Menschen ist es vielleicht eher das Thema Selbstliebe in Bezug auf ihren Körper, was ihnen wahnsinnig schwerfällt. Das ist auch jeder anders, was gleich ist, dass wir alle solche Zweifel haben in irgendwelcher Hinsicht. Und was mir auf jeden Fall hilft, ist nicht den Anspruch an mich selber zu stellen, mich selbst bedingungslos lieben zu müssen. Das ist so, ja, das wäre mein Wunsch und sozusagen das Ziel der ganzen Reise. Aber für mich ist es viel einfacher, erstmal zu sagen, ich möchte mich akzeptieren. Denn mich selbst bedingungslos lieben, das ist für mich, die ich vor allen Dingen mit dem Thema Perfektionismus immer zu tun habe, ein sehr, sehr hoher Druck. Natürlich steckt genau hinter diesem bedingungslos Lieben, dass ich mich liebe mit all meinen Macken, die ich vielleicht als Mensch habe, die wir ja alle haben. So, aber das ist das, was mir im Moment noch relativ schwer fällt, zumindest eben auf manche Dinge bezogen. Und da ist es für mich eine Erleichterung, nicht den Anspruch an mich zu stellen, dass ich mich ab sofort und mit dem Fingerschnipsen bedingungslos lieben muss, sondern dass es erstmal darum geht, mich selbst zu akzeptieren. Und im Endeffekt steckt nicht viel anderes dahinter, aber es ist eine andere Formulierung und die finde ich einfacher. Und herauszufinden, wer ich wirklich bin, und ich denke, da
müssen wir alle irgendwann in unserem Leben durchgehen. Der eine vielleicht früher, der andere vielleicht später. Aber eben hinter unsere Konditionierung gucken zu können und irgendwann eben zu dieser Überzeugung zu kommen und sagen zu können, ich bin ich und das ist gut so. Es ist vielleicht, ist das unsere Lebensaufgabe. Ich, das ist jetzt gerade so ein Gedanke, der mir kommt, ist das der Sinn des Lebens? Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, dass wir in diesem Zustand von Zufriedenheit, von Erfülltheit sind. Aber ja, diese limitierenden Glaubenssätze unsere limitierenden Glaubenssätze über unser Genügen oder Nicht-Genügen, die halten uns von diesem Zustand der Erfüllung ab. Und insofern ist das vielleicht erstmal für jetzt die Lebensaufgabe. Jedenfalls sehe ich das als einen Teil meiner Lebensaufgabe. Und ich habe da auch gerade ein interessantes Buch gelesen von Brené Brown. Im Englischen heißt es The Gifts of Imperfection. Und Brené Brown ist eine Wissenschaftlerin, die ganz, ganz viel geforscht hat, tausende von Interviews geführt hat mit Menschen hinsichtlich Verletzlichkeit, hinsichtlich eben was die Menschen über sich selbst denken und was vor allen Dingen auch Menschen, die sich als zufrieden und erfüllt wahrnehmen, ja, was die Aspekte deren Lebens sind, was sozusagen deren Geheimnis ist. Und sie hat daraus 10 Guidelines for Wholehearted Living definiert, also sozusagen 10 Leitlinien für ein Leben aus ganzem Herzen. Und darum geht es eben in diesem Buch. Und das gibt es auch auf Deutsch. Ich werde das mal in den Shownotes verlinken. Und aus diesem Buch habe ich ein Zitat. Das ist gar nicht von Brené Brown selbst, sondern ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Cunningham oder so. Ich werde das auf jeden Fall auch mal in die Shownotes packen, das Zitat und den entsprechenden Menschen, der das gesagt hat. Einfach der Vollständigkeit habe. Aber das Zitat lautet: To be nobody but yourself in a world which is doing its best night and day to make you everybody but yourself means to fight the hardest battle which any human being can fight and never stop fighting. Also frei übersetzt: Niemand außer du selbst zu sein in einer Welt, die tagtäglich, Tag und Nacht ihr Bestes tut, dich alles sein zu lassen, außer du selbst, bedeutet, den härtesten Kampf zu führen, den ein Mensch führen kann und niemals aufzuhören zu kämpfen. Und das führt für mich so ein bisschen vor Augen, dass das eben nicht, das muss nicht irgendwie unsere Erziehung sein oder irgendein Erlebnis. Das kann natürlich der Fall sein. Irgendein Erlebnis in unserer Kindheit, was uns glauben lässt, dass wir nicht gut genug sind. Sondern dass es vor allen Dingen für uns im Erwachsenenleben all die vermeintlichen Vorbilder in der Gesellschaft sind. Sei es via Social Media, sei es via der anderen Medien. Überall wird uns gezeigt, wie wir zu sein haben. Wie wir schlank sein müssen, wie wir perfekte Haut haben müssen, wie wir erfolgreich sein müssen, wie wir, ja, welche Produkte wir kaufen müssen, um glücklich zu sein, um dazuzugehören. Und dass es in dieser Welt eine riesige Herausforderung ist, wir selbst zu bleiben oder uns daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind und eben nicht ständig diesem Gefühl zu unterliegen, dass uns irgendwas fehlt oder eben, dass wir von irgendwas zu viel sind und eben nicht in diese gesellschaftliche Norm reinpassen. Und ich denke, dass, also für mich jedenfalls war es schon mal eine riesige Unterstützung, mich von vielen dieser Einflüsse fernzuhalten. Sprich, ich habe keinen Fernseher mehr. Ich konsumiere keine Nachrichten mehr. Ich gehe kaum noch irgendwie in die Stadt zum Shoppen oder so. Wirklich nur, wenn ich irgendwas dringend brauche, irgendwas ersetzt werden muss. Und dadurch werde ich viel weniger mit solchen Messages bombardiert, die irgendwie meinen Selbstwert angreifen können.
Und ich kann mich darauf konzentrieren, wirklich in mich reinzuhören und mich daran zu erinnern, wer ich eigentlich bin und wer ich eigentlich in Zukunft sein möchte. Und ja, durch den fehlenden Vergleich, der zumindest bei mir durch die klassischen Medien wegfällt, ist es ein bisschen leichter zu haben in diesem Prozess. Und ich merke aber immer wieder, wie erstens alte Dinge, die ganz tief in mir vergraben sind, da hochkommen und wie aber vor allen Dingen natürlich auch Social Media mich da vergleichen lässt mit anderen und wie auch sowas, wie, was ich ja grundsätzlich für total sinnvoll halte, zum Beispiel Podcasts über Business zu hören oder Podcasts über persönliche Weiterentwicklung, wie auch in solchen Dingen, die uns eigentlich weiterhelfen sollen, wir uns ganz oft und ganz schnell vergleichen. Und ich habe ja schon mal eine ganze Podcast-Episode zum Thema Vergleichen gemacht. Hör auf, dich zu vergleichen, heißt sie, glaube ich. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Aber das kann auf jeden Fall so ein erster Schritt sein, sich von einigen dieser Einflüsse tatsächlich loszusagen und mehr auf die innere Stimme und auf das, was einem vielleicht in der Meditation oder während irgendwelcher Tätigkeiten, wo man im Flow ist, beim Sport, bei kreativen Geschichten oder so, Dinge, die da hochkommen oder wie dann plötzlich, während man eben einen Film guckt, dann hochkommt, man müsste vielleicht mal in das Thema Public Speaking reingehen. Und was das ganze Thema Vergleichen angeht, beziehungsweise auch dieses Unterscheiden, Dazugehören und so weiter, diesen Zwiespalt, diesen Tanz, diesen Drahtseilakt, da habe ich auch letzte Woche im Podcast in der Meditation schon was gesagt und das möchte ich gerne an der Stelle nochmal wiederholen. Wir Menschen bestehen zu 99,9% aus der gleichen Materie und unterscheiden uns nur zu 0,1%. Und die gesamte Gesellschaft ist auf diesem Widerspruch aufgebaut, dass wir einerseits alles dafür tun müssen, uns auf diese 0,1% zu fokussieren, weil wir alle individuell sein wollen und weil wir alle was Besonderes sein wollen und weil wir alle irgendwie aus der Masse rausstechen wollen. Und wenn wir dann aber uns angucken, wie sehr uns gleichzeitig suggeriert wird, wir müssen irgendwie alle dasselbe haben, wir müssen alle irgendwie ähnlich aussehen, wir müssen alle irgendwelchen Idealen hinterherlaufen. Und genauso wie wir aber auch irgendwie das Gefühl haben, so, wir sind eigentlich die Einzigen, die irgendwie da einen Struggle mit haben. Die Einzigen, die glauben, dass sie von irgendwas zu wenig oder zu viel sind. So, das ist, allein schon, wenn ich versuche, das hier in Sätzen auszudrücken, merke ich, wie in mir und auch in der Sprache selbst und in diesem ganzen Mechanismus so viel Widersprüchlichkeiten drin liegen, die uns fertig machen. So, wir sollen individuell sein, wir müssen aber dazugehören. Das widerspricht sich. Und wir verwenden wahnsinnig viel Energie darauf, diesen Drahtseilakt hinzukriegen. Und so sehr das ja auch stimmt, dass wir alle einzigartig sind, weil wir alle haben diesen 0,1%, indem wir uns von den anderen unterscheiden. Die 0,1%, die ausmachen, welche Haarfarbe wir haben, welche Hautfarbe wir haben, welche sexuelle Orientierung wir haben, welchen Geschmack wir haben, sei es jetzt beim Essen, bei den Klamotten oder was auch immer. Und es ist wunderbar, dass wir alle einzigartig sind. Und dass wir alle in diesem 0,1% hoffentlich irgendwann sagen können, ich bin ich und das ist gut so. Aber ich denke, es ist eben genauso wichtig und das ist das, was so ein bisschen verloren gegangen ist, glaube ich, durch diese krasse Individualisierung, ist eben auch zu wissen, alle diese 99,9% Übereinstimmung, das heißt mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit sozusagen, haben all die anderen Menschen genauso ihre Hoffnungen, Zweifel, Ängste, limitierenden Glaubenssätze, unerfüllten Wünsche, was auch immer. Und wenn wir uns dessen wieder ein bisschen bewusst machen und das nicht als einen Aufruf zu einer, zu einer Vereinheitlichung und wir müssen alle gleich sein und so weiter sehen und wir müssen alle gleich aussehen. Also wir müssen nicht auf Äußerlichkeiten beschränkt, so, sondern wenn man vor allen Dingen
diese Übereinstimmung auf unser Innenleben, unsere Seelen ja, hält, dann kann das auf jeden Fall, oder mir hilft es auf jeden Fall, mir das immer wieder vor Augen zu halten und zu sagen, nein, nein, ich bin nicht alleine damit, dass ich glaube, dass ich nicht gut genug bin. Und dass ich vielleicht glaube, dass ich in manchen Dingen zu viel bin. Sondern das steckt in uns allen drinne, weil wir eben evolutionär zu 99,9% aus der gleichen Materie bestehen. Und wir alle von den Vorfahren abstammen, die dafür sorgen mussten, dass sie nicht alleine dem Säbelzahntiger gegenübertreten. Und das kann, glaube ich, eine Hilfe sein, sich auch dann bewusst zu machen, dass es okay ist, sich zu öffnen, dass es okay ist, auch sowas einzugestehen, zu sagen, ich glaube, ich bin nicht gut genug. Und zu wissen, dass wir nicht alleine sind in diesem Kampf, wir selbst sein zu wollen und voller Überzeugung sagen zu können, ich bin ich. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich trauen, das zu sagen und das auch in einer Form zu sagen, die nicht irgendwie perfekt ausgeskriptet ist, so wie ich das gerne in dem Podcast versuche. Nein, es ist ja, ihr wisst ja, dass hier immer viel improvisiert ist. Aber natürlich habe ich so ein bisschen ein Skript und das ist jetzt der Grund, warum ich diese Facebook-Gruppe mit den Live-Sessions mache, denn da ist gar nichts geskriptet. Da rede ich einfach drauf los, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich auf diese Art und Weise verbinden, sei es jetzt im persönlichen Gegenüber oder auch indem mehr Menschen öffentlich teilen, wie sie in solchen Belangen denken und fühlen. Und dass wir dann auch wieder uns stärker miteinander verbinden könnten, wenn wir eben merken, dass wir alle diese gleichen Struggles haben. Ja. Und wenn du da ein bisschen einsteigen möchtest, dann hör dir auf jeden Fall mal die Meditation der letzten Woche an. Denn letzte Woche habe ich im Podcast ja eine Meditation aufgenommen zu dem Thema Verbundenheit, wie du dich besser mit dir verbinden kannst, dadurch auch mit anderen Menschen besser verbinden kannst und wenn du das möchtest, auch mit dem ganzen Universum. Ja, und jetzt so ganz hands-on, was bei dem Thema helfen kann, ist natürlich auch mit anderen Menschen drüber zu reden. Vielleicht auch mit Menschen, die du nicht kennst, sprich Unbeteiligten, die dir aber trotzdem dich unterstützen können. Das können Coaches sein, Life-Coaches, es können auch Therapeuten sein, ganz egal, also ne, beziehungsweise das heißt ganz egal, mit wem du sprichst, sondern auch so ein bisschen abhängig davon, wie sehr dich das beeinträchtigt und wie sehr dich das irgendwie belastet, dass du vielleicht denkst, dass du nicht gut genug bist. Oder vielleicht musst du das auch erst noch herausfinden, in welchen Bereichen du diesen Glaubenssatz für dich lebst und wo er dich beschränkt und wo du vielleicht noch nicht dein ganzes Potenzial entfaltest, weil du eben denkst, dass du nicht das Recht dazu hast oder dass du nicht das Zeug dazu hast. Und mir hat auf jeden Fall geholfen in den letzten Wochen, die habe ich jetzt auch schon mal erwähnt, ich glaube in der vorletzten Podcast-Episode, die liebe Hannah, die ich in Bali kennengelernt habe, mit der ich zwei Theta-Healing-Sitzungen gemacht habe, wo es nämlich genau auch um solche Glaubenssätze ging. Und Theta-Healing, ich werde da vielleicht nochmal eine eigene Podcast-Episode zu machen, beziehungsweise da werde ich auf jeden Fall auch mal eine Live-Session in der Facebook-Gruppe zu machen, zu meinen Erfahrungen. Das wird jetzt hier zu weit führen. Aber im Theta-Healing gibt es eben die Möglichkeit, genau solche Glaubenssätze im Unterbewusstsein zu verändern, auf positive Art und Weise. Ja, und genau, wenn du mehr über solche Themen erfahren willst, wenn du aber auch das Gefühl hast, du möchtest gerne, ja, beiwohnen sozusagen, wie ich mich nackig mache bezüglich meines Veränderungsprozesses. Vielleicht kann dir das Mut machen, dann komm gerne in die Facebook-Gruppe dazu. Ich werde den Link auf jeden Fall in die Shownotes posten, die du findest unter www.happyplanties.de/episode 066. 066 als Zahl. Und da findest du auch die anderen Links, die ich genannt habe, wie die Bücher, das Video zur Geschichte vom kleinen Ich bin ich. Und auch den Link, mit dem du den Podcast unterstützen kannst bei Steady. Und jetzt wollte ich eigentlich noch ein kleines Fazit machen, weiß ich aber gar nicht, ob ich gerade da irgendwie in der Lage zu bin. Ja, ich nehme einfach nur mit, dass ich es einfach wunderschön fände, wenn du dich von diesem Glaubenssatz verabschieden kannst,
Vielleicht geht es auf bewusste Art und Weise, dass du einfach eine Entscheidung triffst und sagst, ich bin nicht länger bereit zu glauben, dass ich zu wenig oder zu viel von irgendwas bin. Und wenn das zu tief sitzt, dir da dann Unterstützung holst und daran arbeitest, diesen Glaubenssatz für dich aufzulösen, weil ich glaube, dass das dazu führen kann, dass dein Leben erfüllter wird, dass du zufriedener wirst und dass das, was ich eingangs gesagt habe, du auch dazu in der Lage sein wirst, dein individuelles Geschenk, was du mit der Welt zu teilen hast, das rauszubringen und damit die Welt besser zu machen. Und da muss man manchmal eben über seinen Schatten springen, auch wenn man glaubt, dass man nicht gut genug ist, um über den Schatten drüber zu kommen. Ja, ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei gewesen bist und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Vielleicht dann endlich mit neuem Intro. Schauen wir mal, was die Woche so ergibt, wie ich da mit meinem Perfektionismus, wo ja auch nichts anderes dahinter steckt, dass ich vielleicht nicht gut genug bin, wie ich da zurande komme und ob ich da eine Version des Intros hinbekomme, mit dem ich zufrieden sein kann. Ich werde versuchen, meinen Glaubenssatz beiseite zu stellen. Und ja, freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ich schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und verabschiede mich wie immer mit Let's Plant Some Happiness.